Hallo, herzlich willkommen, Frau Öhl in der Kulturfahrschule. Ihr hattet letzte Woche, Freitag war es, glaube ich, gell? Am Samstag. Samstag sogar. Also richtig beim gnadenlos vollen Hoffest, Sommerfest mit Swimmingpool und Sitzgelegenheiten. Swimmingpool haben wir irgendwie verpasst, oder? Ja. Oder? Also, nee, wir mussten. Also Planschbecken für Füße. Ja, wir mussten schuften und Soundcheck machen, wenn die anderen im Swimmingpool gebadet Ja, haben. ich durfte auch nicht, also von daher. Okay. Die Band Frau Öhl heute bei uns zum Interview. Am Freitag, Samstag waren sie da. Und seit wann gibt es denn Frau Öhl, Alex? Also Frau Öhl gibt es so jetzt seit 2007, aber wir drei machen schon Musik seit Fast 20 Jahren. 1994. Nee, aber da waren wir ja mehr, da waren wir zu fünft. Genau, das war irgendwie ganz anders. Aber jetzt in der Besetzung zu dritt ist es dann echt 2007 schon. Okay. Lang geht die Zeit vorbei. 2007. Alex, du bist Schlagzeugerin. Schon immer oder? Okay. Ist ja auch nicht typisch in der Band, dass eine Schlagzeugerin dran sitzt. Das denke ich, ist auch ein guter Charakter. Angel, wie bezeichnet ihr denn euch so von dem Musikstil her? Ich glaube, Pop trifft es immer. Gitarrenpop. Jetzt nicht, dass ich Schläge kriege, aber jegliche andere Schublade wäre wahrscheinlich noch unpassender. Ich denke, man muss es sich einfach anhören. Es ist fröhliche Musik mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und dreistimmigem Gesang. Echt? Du würdest als fröhlich bezeichnen? Wir sind fröhlich. Ja. Okay, aber die Texte sind schon ein bisschen böse auch zum Teil. Also eigentlich in den meisten Fällen. Also ich Vielleicht ein würde nie bisschen. böse Texte singen, Echt? darum nein. Vielleicht habe ich die irgendwie immer falsch interpretiert. Vielleicht nuschelt das so, dass du es nicht verstehst. Okay, also du sagst fröhlich, ich sag eher bisschen schräg. Zumindest die Texte, die ich mache. Deine sind vielleicht fröhlicher. Das heißt, eine gesunde Mischung aus fröhlichen, bösen und rockig-poppigen Texten und Rhythmen. Hat es denn euch Spaß gemacht hier an der Kulturfahrschule? Ja, Das sehr. war eine Okay. richtig schöne Atmosphäre auch drumherum. Alles, was auf dem Hof noch so Okay. abgeht, war sehr schön. Also wir geben uns ja auch Mühe und ich habe gehört, ihr habt schon einige Auftritte in Ulm gehabt. Und wie sieht es bei euch in der Zukunft aus? Wo habt ihr noch weitere Auftritte? Habt ihr schon auch auswärts, außerhalb von Deutschland? Oder wie geht es bei euch weiter, Markus? Tja, also außerhalb Deutschland haben wir noch nichts vorzuweisen, außerhalb Ulm schon. Ich meine, wenn ihr hier so bekannt werdet und das Video weltweit gesendet werdet, dann kommen bestimmt die Anfragen aus dem Ausland. Ansonsten, ich denke, wir haben ein, zwei Konzerte im Moment geplant für den Herbst. Aber wir werden auch weiterschauen, dass noch ein paar mehr rankommen. Und ja, also der Plan ist halt auch natürlich ein bisschen überregional zu spielen. Ich meine, du kannst nicht beliebig oft hier in Ulm auftreten. Irgendwann hast du dein Publikum auch erschöpft. Oder auch der größte Fan will jetzt nicht 10-mal nach Ulm kommen, 10-mal im Jahr. Also dann schauen wir, dass wir ein bisschen rauskommen und vielleicht bei den richtig lohnenswerten Festivals in Ulm wieder erscheinen. Habt ihr denn eine CD? Weil ich wusste davon nichts an dem Samstag, dass ihr eine CD habt. Habt ihr da welche verkauft? Nee, wir haben keine verkauft. Echt? Eine? Achso, ja, Eine? eine haben wir Okay, verkauft. okay. Also wir haben sie nicht beworben oder so und einer kam dann noch, hey, habt ihr eigentlich eine CD? Und dann haben wir jemanden damit glücklich gemacht. Also wir haben Wer? sie gehört. Nee, eine, die hat es dann irgendwie zigmal hat sie geschrieben, rauf und runter gehört und war dann wohl ganz begeistert. Wo kriege ich so eine CD, wenn ich sie jetzt kaufen möchte? Also jetzt, ich kann hier 2 Meter nach links gehen in meinen Rucksack, da kann ich dir eine Okay, geben. also kann ich die auch per Internet bei euch bestellen Ja. auf der Homepage? Also du kannst auf der Facebook-Seite, möchte ich auch mal bewerben, dass ihr auf die Facebook-Seite schaut und da könnt ihr auch die Musikprobe hören und auch sonst die Infos über uns euch reinziehen. Ansonsten über die gängigen Internetportale, also eigentlich die meisten. MySpace. Nee, die Also iTunes, iTunes, okay, Amazon. Also ihr seid schon vertreten in. Okay. Und die Facebook-Seite heißt Frau Öhl, nehme ich an. genau. Okay. Und
du kannst auch einfach eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist auch auf der Facebook-Seite zu sehen, frauöl@ovi.de. Und dann können wir es ja auch vorbeibringen, schicken, wie auch immer. Falls ja einer von den lieben Zuschauern jetzt eine CD kaufen möchte. Für die Zukunft, vielleicht haben wir nochmal den ein oder anderen Auftritt für euch, auch vielleicht weiter weg, weil wir arbeiten jetzt schon mit ein paar Eventmanagern zusammen, auch überregional, und vielleicht ergibt sich was. Okay? Gucken wir mal. Also wir sind dabei, auch quasi eine Datenbank aufzustellen mit den ganzen Leuten, die hier sind, und mit der Kulturfahrschule auch überregional zu arbeiten. Aber dazu verrate ich im Moment nicht mehr. Okay? Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei dem einen oder anderen Konzert von einer anderen Band. Und am Samstag hätten wir auch eine große Ausstellungseröffnung mit internationalem Screening, hochrangiger internationaler Künstler hier auf die Hauswand. Also wird auf jeden Fall lustig. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.